wunderschönen guten Morgen. Am Sonntag um 9. Um 9 gehen wir in die Scheune oder wir malen ein Bild. Ich suche gerade mein Gesso und wir primern hier mal unsere Malpappe und ein bisschen Gesso. Einfach mal so ganz fidel. Mit einem weichen Pinsel. Und dann malen wir einen Blumenstrauß. Den habe ich gestern einmal auf Papier, auf Acrylpapier gemalt und in meinem Skizzenbuch ist er drin. Also ich male jetzt nicht den gleichen, aber die Art. Wir werden jetzt einfach eine Blumenvase malen. Frühlingnaht. So. Einmal ein bisschen geprimed. Immer einen Schluck Kaffee am Start. Unsere Malpappe trocknet, zeige ich euch mal eben, was ich gemalt habe gestern Abend. Und zwar war das diese Blumenvase. Sie ist jetzt nicht so krass, so wunderschön, aber ich liebe diesen Glitterliner. Und da habe ich gedacht, das ist ja aber niedlich. Den Hintergrund habe ich mit Wasserfarben von Action, diese flüssigen, die wie Ecoline sind, gemacht in zwei Farben und dann habe ich gedacht, mach doch einfach mal so einen ganz schlichten, naiven Blumenstrauß. Gefällt mir sehr. Dann habe ich in meinem, das können wir ja eben noch einmal durchblättern. Das ist mein von Canson dieses, das hat, da habe ich den Deckel auch nicht verschönert, wollte ich eigentlich. Die Bilder kennen wir. Bitte mal freimachen. Da war ich beim Arzt. So kam ich mir dann vor oder so sah ich wohl aus. Mit so einer schlabberigen Ollenunterbüchs. Ein Wald, wo der Nebel so ist. Morgennebel und die Sonne aber so Streifen durch wirft. Ein Bild auf dem Weg zum Gardasee. Da waren wir dann in den Bergen. Schweinekalt war es gewesen. Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Ranunkelstrauß. Irgendwas. Da habe ich nur probiert. Und das sind auch wieder Ranunkeln, ganz blass gehalten. Und das sind Margariten auf einem Baumwoll, auf einer Baumwolltischdecke. Blau-weiß kariert, das ist immer so frisch. Und die Farben habe ich mit Liquitex, so ein Perlmuttglanz, nochmal überzogen. Ja, das ist jetzt das, was jetzt so in dem Buch drin ist. Und ich hatte ja in einem vorigen Video gesagt, achso, das ist hier mein Kaffeebecher übrigens, Feinbohn China. Ich liebe diesen Anhänger, deswegen habe ich den da einfach dran gebaumelt. Das ist dieser Kaffeebecher hier. Ich liebe dieses dünne. Ich mag keine dicken Keramikbecher, außer das ist Bunzlau oder so getöpfertes. Also so, jetzt nicht diese, ich sag mal, billigen, die so, weiß ich nicht, ein Kilo wiegen, da schmeckt mir der Kaffee nicht raus. So dieses Feinbohnen-China ist eben halt Feinbohnen-China. So, wir wollten ja eigentlich, wollte ich ein Video machen, wie wir dieses Cover hier gestalten und ich habe gestaltet. Ich habe drei neue Skizzenbücher. Dieses ist original, also nicht original, aber dieses ist
Also nein, dieses ist dieses. Von Canson das XL. Das habe ich heute Morgen beschmückt. Der ist auch, kann man auch einmal abwischen, weil das ist mit Liquitex Lack einmal drüber gezogen. Und da habe ich auch mit Glitterliner und so gearbeitet. Dann habe ich dieses hier, der Kuss. A kiss is a beautiful start. Das habe ich auch so umschmückt. Das ist dieses. Muss ich noch ein bisschen so glätten, das, weil das so auf dünne Pappe ist. Dieses hier ist ein bisschen dicker. Und dann habe ich dieses hier. The critique of an artist must be oneself. The critic of an artist must be oneself. Ja, das sind die Sachen, die habe ich heute Morgen gemacht. Und mein Himi-Gouache-Kasten habe ich beschmückt. Das ist ja dieses einfache Kunststoffteil, was diese Farbe hatte. Und das habe ich, kann man auch abwischen, mit dem Baum des Lebens beschmückt. Ich finde ja immer, das Auge malt ja auch mit. Also nicht nur beim Malen, sondern auch mit den Utensilien. Meine Karandasch ist ja eigentlich so eine komplett rote Dose. So wie dieses hier ist das auch außen. Und ich wollte das aber so haben. Inspiration. Und da macht das schon viel mehr Spaß, wenn man das hier irgendwo hinstellt. Und dann habe ich hier noch diese kleine Love, auch von Klimt das Motiv, mit dem wir gestern das Segelboot Dingens gemalt haben. Ja. Also ich bin jetzt nicht nur auf Papier kreativ gewesen oder so, sondern auch klimtlastig dekoriert. Wir hier gleich mit den Gouache-Farben eine Session. So, wir machen ja eine Blumenvase und ich brauche erstmal einen Background. Welche Farbe nehmen wir denn? Nicht so. Das ist jetzt schwierig. Schön die Ränder mitmachen. Jetzt alles einmal hier nach unten ziehen. Wir müssen ein bisschen Gleichmäßigkeit hier reinkriegen. Ich habe mich ja abgesichert, also lange Videos werden auch
genommen, Jutta und ich weiß nicht, da waren mehrere, die gesagt haben, lange Videos. Gesundheit, Alex! Ich sehe nicht, ob ich aufnehme oder nicht. Jetzt nehme ich auf, ja. Ich muss mir eben überlegen. Ich liebe runde Vasen. Oder so, auf alle Fälle so oval. Jetzt nicht kugelig, super rund, aber so bauchig. Oben schmal. Muss man eben so halten, dass ich das sehe, dass es nicht so unegal ist. Ich habe eine Tischstaffelei, aber ich male am liebsten so. Können auch so ein bisschen, soll das so durchschimmern. Hier an der Seite mache ich das so opak. Also kann ich dann den Pinsel nochmal auswaschen und dann ausdrücken und die Farbe abnehmen. Schön die Form gleich so mitgeben. Ach, Odin. Das sind ja eigentlich meine Vergolderpinsel, aber die eignen sich sehr gut so zum Verwaschen. Als Verwaschpinsel. Oh, gejuckt. So, jetzt mische ich mir mal ein bisschen grün an. Erstmal hell. Nehmen wir das hier gleich mal mit. Mit ein bisschen. Guck auf so ein bisschen Gleichmäßigkeit und
Jetzt mische ich mir ein bisschen dunkler hier rein. Dann ein bisschen braun ruhig mit rein. Steif, man so ein bisschen. Ja, es gibt steife Blätter, ja. Stativ und ich, wir sind keine Freunde. Ich muss die Videos andauernd drehen. Egal. So, jetzt habe ich erstmal eine Grundlage von meinem Blätterwerk. Und wir machen Ranunkeln. Ich nehme jetzt ein bisschen rosa und sag, hier kommt die rosa eine Ranunkel hin. Kommt eine lilane hin. So eine schöne leuchtende, die kommt hier hin. Die hängt so ein bisschen auf 7:30.
gibt es an so vielen tollen Farben, diese Ranunkeln. Und sind mit Traumhyazinthen auch meine Lieblingsblumen im Frühling. So eine halbe, die von den Blättern verdeckt wird. Gesundheit. Denn für eine gemacht. Strumpfhosen rosa. Muss immer gucken, wo die hingucken, wo die, also die Blütenköpfchen, also ne, diese Mitte, die gucken ja nicht alle in eine Richtung. Und so, ich stelle mir dann mal so vor, wo sie jetzt hingucken.
Deswegen stocke ich auch manchmal so. Nicht, dass ihr denkt, ich falle hier in irgendwie eine Starre. Malstarre hier oder was? Oh, dieses Ungeeier mit dem Stativ. So, ich nehme jetzt meine Neo Colors und mache hier bei einigen noch mal so ein paar Linien, damit das ein bisschen plastischer wirkt. Schön ist, dass das bei diesen Gesso und diese Neo Colors die Farben so sich die harmonisieren gut zusammen, so, also kann man gut zusammen verwenden, so an Punkt.
Stellen nochmal wieder machen. Und dann ist das Bild fast fertig. So, ich bin in den letzten Zügen. Ich mache nur mal eben ganz schnell hier ein paar Pünktchen. So, das sind so kleine wie Schleierkraut. Das Weiße verschwindet und dann bleibt nur Glitzer. So, das trockne ich mal eben an und dann zeige ich euch das gleich. Das super Kunstwerk. Und hier kann auch noch ein paar Glitzer hin. So und so. Das Bild ist fertig. Schaut. Und das sind die kleinen Goldpünktchen. Ich schalte mal eben mein Kunstlicht aus und dann kann man das, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser erkennen. Sieht es jetzt aus. Die Ranunkeln, die Blätter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Hinterlasst gerne ein Like oder ein Dislike. Ein Abo und ein Kommentar. Bringt uns hier weiter. Schönen Sonntag.